Ja, herzlich willkommen. Bei mir ist im Gespräch der Clubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Kraus. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sprechen natürlich über das, was gestern, also wir beginnen mal damit, was gestern im Burgenland passiert ist, und zwar in der Siegendorfer Puster. Es war ein Kleinbus mit insgesamt 29 Flüchtlingen drinnen und zwei davon waren tot, dehydriert. Der Täter nach wie vor auf der Flucht. Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Es ist immer schrecklich, wenn Menschen sterben und noch dazu unter so schlimmen Umständen. Und ich glaube, dass man diesen tragischen Anlassfall jetzt wirklich zum Anlass nehmen muss, um unsere Grenzen für Schlepper nicht nur streng zu kontrollieren, sondern auch endgültig dicht zu machen. Wenn man hier an der Grenze kontrolliert hätte, wenn man hier wirklich überprüft hätte und nicht einfach die Leute durchgewunken hätte, dann würden diese zwei Menschen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit heute noch leben. Wenn wir allerdings ein System haben mit einem ÖVP-Innenminister Nehammer, der groß redet, aber am Ende jeden ins Land reinlässt und wenn er mal da ist, dann mit dem Bundesheer auch noch einfach nur zum nächsten Asylquartier wie ein Taxi, wie eine Taxifunktion verwendet, um dort dann die Anträge zu stellen, um die Leute dort unterzubringen, dann werden wir immer mehr an illegaler Zuwanderung haben, dann werden wir immer mehr Menschen haben, die als angebliche Flüchtlinge ins Land kommen und dann kann es auch in Zukunft wieder zu so tragischen Todesfällen kommen. Deswegen sagen wir Freiheitliche ganz klar, wir müssen die Grenzen schließen, wir dürfen keine illegalen Asylwerber, keine illegalen Einwanderer mehr ins Land lassen, wir brauchen rigorose Kontrollen und vor allem auch an der Grenze Zurückweisungen. Wenn jemand hier illegal einreist, dann kann es nicht sein, dass das Bundesheer wie ein Taxi fungiert und den einfach nur auf Österreich in irgendeinem Bundesland aufteilt. Nein, hier muss es zu Pushbacks und zu Zurückweisungen kommen. Mhm. Es ist natürlich die spannende Frage auch, die sich jetzt unsereins stellt. Das heißt ja eigentlich, es gibt eigentlich keine Möglichkeit mehr oder die Balkanroute ist geschlossen. Das heißt, ja, an sich sind die Grenzen dicht der EU. Mhm. Gleichzeitig aber, diese Menschen waren ja schon innerhalb der EU und somit ist es ja dann ein leichtes, auch nach Österreich zu kommen. Mhm. Ist die Balkanroute jetzt zu oder ist das irgendwie also schaffen aus? Da spielen mehrere Dinge rein. Erstens einmal hat uns die ÖVP und damals der Nochkanzler Kurz ja immer erzählt, er hat die Balkanroute geschlossen. Jetzt sehen wir wieder, dass das einfach faktisch nicht stimmt. Wir haben im Jahr 2020 über 15.000 Menschen gehabt, die in Österreich um Asyl angesucht haben. Die sind aus anderen sicheren Drittländern nach Österreich gekommen. Das heißt, die hätten eigentlich schon wieder laut Dublin-III-Verordnung dorthin zurückgebracht werden können. Und jetzt im Jahr 2021 hatten wir Ende August bereits fast 20.000 Menschen, die hier illegal eingereist sind und dann um Asyl angesucht haben. Das heißt, wir haben letztes Jahr 15.000 Menschen gehabt, die hier eingereist sind und um Asyl angesucht haben. Wir haben dieses Jahr bereits über 20.000 Menschen. Das sind enorm hohe Zahlen, die durch nichts erklärbar sind. Noch dazu, wenn wir wissen, dass in diesen Zeiträumen es elendslange Corona-Lockdowns gegeben hat, Österreicher nicht auf Urlaub haben fahren können, Österreicher zu Hause eingesperrt waren und gleichzeitig hatten wir über 35.000 Menschen in diesen eineinhalb Jahren ins Land gelassen, ohne sie zu kontrollieren, ohne sie auch in vielen Fällen zurückzuweisen, weil sie aus sicheren Drittstaaten kommen. Da muss man ganz klar sagen, weder ist die Balkanroute geschlossen, noch werden unsere Grenzen effektiv geschützt. Hier braucht es rasch wieder freiheitliche Politik, auch im Sicherheitsbereich. Jetzt sagt man natürlich eben, dass, es haben Sie gesagt, 35.000 Menschen sind nach Österreich gekommen. Ja. Jetzt hatten wir gestern, das war klar wieder ein Einzelfall in dem Sinn, aber es ist ja ein Einzelfall, der Schule macht oder beziehungsweise wo natürlich der immer wieder vorkommt. Wir erinnern uns zum Beispiel 2015 damals gab es ja diesen Fall, wo im August damals 71 Personen tot in einem Kühl-LKW hinten aufgefunden wurden, direkt auf der Ostautobahn, weil der Schlepper sie einfach da stehen gelassen hat. Mhm. Wie ist denn dieses Modell der Schlepper überhaupt vor allen Dingen und warum funktioniert das so gut? Nein, das Modell der Schlepper ist, Menschen dafür bezahlen zu lassen, dass sie unter widrigsten Umständen hier nach Europa und in diesen beiden schrecklichen Fällen nach Österreich bringen. Und solange man den Schleppern nicht signalisiert, ihr kommt hier nicht rein, ihr könnt hier niemand reinbringen, weil an der Grenze kontrolliert wird, weil man euch zurückweist, solange wird es auch schreckliche Vorfälle geben. Und das gilt natürlich auch für die sogenannten Flüchtlinge, in den meisten Fällen illegale Migranten. Solange die in den Medien, in sozialen Medien, im Fernsehen sehen, man kann eh problemlos nach Österreich kommen. Wenn man irgendwie die Grenze überschreitet, dann wird man vom Bundesheer und von der Polizei ins nächste Asylheim eskortiert. Solange werden Menschen auch Schlepper dafür bezahlen und solange werden Schlepper auch ihr dreckiges Geschäft verrichten können. Hier muss es von der Politik ein klares Signal geben, no way, ein klares Signal, niemand, der illegal über einen Schlepper oder sonst auf irgendeine Weise illegal einreist, wird hier bleiben können. Sobald dieses Signal gesetzt ist, solange sich das auch in den Herkunftsländern herumgesprochen hat, dann wird es auch nicht mehr versucht werden, dann werden auch die Schlepper keine Abnehmer mehr finden, wenn man weiß, das zahlt sich nicht aus.
Jetzt haben wir zum Beispiel eben gestern in dem Fall, der Schlepper ist ja nach wie vor flüchtig, wir wissen ja noch nicht, was mit ihm passiert ist eigentlich. Mhm. Das heißt, er wurde von einer Militärstreife oder halt von Präsenzsoldaten sozusagen dort einmal angehalten und dann, während eben hinten kontrolliert wurde, ist der abgehauen über die Felder. Ja, und da sehen wir ja auch, wie tragisch und wie falsch dieses System funktioniert. Im Normalfall hätte die Militärstreife ja an der Grenze eine Kontrolle durchführen müssen, an der Grenze erkennen müssen, dass hier Menschen sich im Kofferraum befinden und diesen oder im Lastwagen befinden und diesen Schlepper erstens einmal festnehmen und zweitens nicht weiterfahren lassen. Jetzt sind die Illegalen im Land, zwei Menschen sind gestorben und der Schlepper ist auf der Flucht. Das ist genau der falsche Ansatz. Hier brauchen wir Pushbacks, hier müssen wir die Leute zurückweisen, die versuchen, illegal einzureisen. Und hier muss man den Tatbestand der illegalen Einreise auch endlich strafrechtlich sanktionieren und nicht sagen, jeder, der da ist, wird einfach auf ein Asylheim aufgeteilt. Vielleicht grundsätzlich, wie schaut denn das aus? Was für Leute kommen denn da? Also auf der einen Seite natürlich die Schlepper, was sind das für Leute? Aber auch auf der anderen Seite auch, welche Leute kommen denn da zu uns? Was ja sehr auffällig war, es waren ja nur Männer gestern auch da mit an Bord. Sie sagen es völlig richtig. Also die Schlepper erstens mal sind Schwerstkriminelle, die offensichtlich auch in Kauf nehmen, dass Menschen auf dieser Fahrt sterben, denen das egal ist. Das heißt, das sind Menschen, die man mit der vollen Härte des Gesetzes bestrafen muss. Und auf der anderen Seite, wer kommt zu uns? Gehen wir davon aus, dass das passieren könnte? Hoffentlich passiert das mit diesen Menschen, dass sie mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden, die hier als Schlepper tätig sind. Und ich meine, ob die auch davon ausgehen, dass das passieren könnte, dass jemand drauf geht, meine ich? Also ich nehme an, da es viele Fälle gegeben hat, wo Menschen gestorben sind, nehmen sie das einfach in Kauf. Und das ist ja unglaublich. Und wenn Sie angesprochen haben, die Menschen, die geschleppt werden, die hier versuchen, illegal einzureisen, das sind in den allermeisten Fällen junge Männer. Also nicht nur, dass gestern lauter junge Männer quasi festgestellt wurden. Auch wenn wir an die Bilder aus Afghanistan denken, die ein knappes Monat zurückliegen, wo man die Bilder vom Flughafen gesehen hat, wer dort versucht hat auszureisen, das sind fast nur junge Männer. Das sind keine Frauen, das sind keine Kinder, das sind keine Familien. Das sind junge Männer, die offenbar Geld, das sie gespart haben, von der Familie bekommen, auf irgendeine Weise bekommen haben, verwenden, um hier illegal nach Österreich zu kommen. Und das sind nicht die klassischen Schutzbedürftigen. Und das sehen wir dann ja auch in Wien. Wir haben in Österreich über 40.000 Afghanen, auch fast nur Männer. Wir haben bei denen eine enorm hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben 2/3 Arbeitslosigkeit bei Frauen, über 50% bei Männern. Wir haben hier die Situation, dass von den Afghanen, die nach Wien gekommen sind, über 50% entweder keine Schulausbildung haben oder maximal eine volksschulartige Schulausbildung haben. Also Menschen, die hier auch am Arbeitsmarkt mittelfristig nicht gebraucht werden. Und das führt natürlich zu vielen Problemen in der Folge, von Sozialmissbrauch bis hin zur Massenarbeitslosigkeit in diesem Bereich, bis hin zu den vielen, vielen kulturellen Problemen, die wir auch in Wien haben, wo wir nicht nur mit einer schleichenden, sondern eigentlich mit einer sehr offenen Islamisierung konfrontiert sind, die natürlich auch ein Ergebnis dieser Einwanderungswelle ist. Das heißt, bevor wir noch über diese Situation hier in Wien und auch die Thematik dahinter zu sprechen kommen. Sie haben schon angesprochen, Pushbacks wünschen Sie sich. Ja. Also sprich, die Menschen, die aufgegriffen werden, sofort wieder außer Landes zu bringen. Ja. Wie stellen Sie sich denn das vor? Wie sollte das funktionieren? Das heißt, das Bundesheer, so wie gestern, sieht diesen LKW und dann begleitet es den LKW wieder nach Ungarn oder wie funktioniert das dann? Schauen Sie, die Dublin-III-Verordnung, zu der sich ja auch Österreich verpflichtet hat, sieht vor, dass Menschen, die auf der Flucht sind, im nächstsicheren Land um Asyl ansuchen müssen und dieses Land dann auch zuständig ist, den Asylantrag zu behandeln. Das heißt, in Österreich könnten eigentlich nur Leute um Asyl ansuchen, die mit dem Flugzeug gekommen sind, weil die waren vielleicht noch in keinem anderen sicheren Land. De facto passiert das ja nicht. De facto wird eingereist über die Balkanroute, dann am Ende über Ungarn, über die Grenze in Spielfeld, in der Steiermark. Das heißt, es gibt einige Routen, wo man weiß, von da kommt die Masse der illegalen Migranten rein. Hier müsste man an der Grenze kontrollieren. An der EU-Grenze oder an der österreichischen Grenze? Noch besser wäre es, wenn man sie bereits an der EU-Grenze kontrollieren würde. Allerdings sehen wir, dass das auf europäischer Ebene nicht funktioniert. Und solange das auf europäischer Ebene nicht funktioniert, müssen wir es an der nationalen Grenze machen. Es war ja auch während Corona kein Problem, alle an der Grenze zu kontrollieren. Also warum soll es jetzt bei den sogenannten Flüchtlingen ein Problem sein? Hier muss festgestellt werden, wer versucht einzureisen. Und wenn dann an der Grenze beispielsweise ein Asylantrag gestellt wird, ganz klar festgemacht werden muss, dieser Asylantrag ist in Ungarn zu stellen oder vielleicht sogar schon in Rumänien zu stellen. Hier muss es klare Regeln geben, hier muss die Dublin-Verordnung eingehalten werden und hier muss auch Österreich sagen, wir sind nicht für die ganze Welt zuständig und dafür gibt es gesetzliche Verpflichtungen. Ich meine, das ist natürlich verständlich, aber gleichzeitig in Zeiten von Schengen, wo natürlich die Grenzen offen sind, wo in der EU eine Reisefreiheit herrscht,
wie soll das funktionieren? Da müssen Sie aber auch dazu sagen, dass mit dem Inkrafttreten von Schengen sich die Länder, die eine EU-Außengrenze haben, dazu verpflichtet haben, diese Außengrenze auch zu schützen und zu kontrollieren. Und Ungarn, Orban tut das, das wissen wir. Kroatien versucht es auch. Es gibt aber auch viele Länder, die es in dieser Form nicht tun. Und solange dieser EU-Außengrenzschutz nicht tatsächlich funktioniert, muss es natürlich möglich sein, auch nationale Grenzen zu kontrollieren. Schengen hat es ja auch im letzten Jahr während Corona gegeben und trotzdem gab es sehr strenge Grenzkontrollen. Das heißt, hier sollte man diesen schrecklichen, traurigen Anlassfall wirklich zum Punkt nehmen, auch hier jetzt eine Wende in der Grenzpolitik herbeizuführen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, die Situation in Wien im Moment gerade, mit eben Sie haben angesprochen, eine große Gruppe an Afghanen, die da sind. Ist grundsätzlich diese, eben letztes Jahr haben Sie gesagt, 35.000 Flüchtlinge sind ins Land gekommen, alleine während Corona. Ja. Wo ist denn das größte Problem jetzt hier, wenn es um die Integrierung geht, also Integration, Assimilation und so, wie funktioniert das Ganze? Das größte Problem ist natürlich, dass die Masse der Menschen aus Nordafrika kommt, aus Afghanistan kommt, aus Ländern kommt, die eine ganz andere Kulturkreis zu Hause haben, als wir in Österreich hier gewohnt sind und als wir ihn ja auch in Zukunft bewahren wollen. Und wenn dann derart viele Menschen kommen, die ja auch oftmals sehr stark auf ihre Traditionen beharren, die auch oftmals, und das sehen wir auch aus Studien des Österreichs, Integrationsfonds darauf beharren, dass sie andere gesellschaftliche Rollenbilder haben, dass sie oftmals denken, dass Männer mehr wert sind als Frauen, dass man hier der Religion einen höheren Stellenwert geben sollte, der Scharia als österreichischen Gesetzen, dann führt das natürlich zu Riesenproblemen. Und deswegen muss man sagen, die Zahl der Menschen, die hierher gekommen sind, die ist bereits groß genug. Jetzt muss einmal genau abgearbeitet werden, wer überhaupt einen Aufenthaltstitel in Zukunft bekommt und wer nicht. Und wer nicht, muss das Land auch wieder verlassen, bevor man darüber spricht, schon wieder neue Leute nach Österreich zu holen. Das heißt, hier ein Umdenken einzuleiten, die Fälle einmal abzuarbeiten, die es gibt, und das sind ja Zehntausende, bevor man neue Fälle zulässt, das muss das Ziel der Politik sein und nicht noch mehr Menschen unkontrolliert ins Land zu lassen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann geht es jetzt hier darum, also einerseits zu sagen, okay, das ist natürlich, sind dramatische Fälle, die dahinter stecken, dass jemand auch das Land verlässt und das ist dramatisch traurig, aber Österreich kann nicht das Auffangbecken sein. Schauen Sie, Österreich kann nicht das Sozialamt für die ganze Welt sein. Österreich hat enorm viel geholfen, immer schon historisch, aber auch im Jahr 2015 kein anderes europäisches Land hat in Relation auf die Bevölkerungsgröße so viele Menschen wie Österreich aufgenommen. Es gibt Tausende Fälle, die noch offen sind bei den Asylgerichten, wo auch endlich konsequent abgeschoben werden muss. Die Mörder der Leonie, die ja auch junge Afghanen waren, die bereits vorbestraft waren, wo einer auch bereits hätte ausgewiesen werden müssen. All das sind Fälle, wo wir sehen, dass dieses System nicht funktioniert. Hier muss also auch rechtlich gesehen. Hier juristisch nicht funktioniert. Hier muss man Menschen, die auch negative Asylbescheide erhalten haben, konsequent außer Landes bringen. Hier muss man auch regelmäßig überprüfen, auch bei Menschen, die einen positiven Asylbescheid bekommen haben, ob dieser Fluchtgrund überhaupt noch vorherrscht. Das heißt, jemand, der mal hierher gekommen ist und gesagt hat, ich wurde in meiner Heimat aus dem und dem Grund verfolgt, dass man dann mal nach 5 Jahren nachschaut, gibt es diesen Fluchtgrund überhaupt noch oder hat sich in der Heimat die Lage stabilisiert? Kann man nicht beispielsweise jetzt schon in große Teile Syriens wieder Menschen zurückbringen, die hier einmal hergekommen sind? All diese Dinge muss man analysieren, prüfen und dann auch juristische Entscheidungen treffen. Natürlich mit dem Ziel, dort, wo es keine Fluchtgründe gibt, die Leute auch wieder außer Landes zu bringen.